Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Heute mal ganz kurz, kein Vorspann, kein Gelaber, und auch auf Deutsch. Ja, wie ich heute Morgen schon mal angekündigt habe, heute geht es um Zeichnen mit Kohle. Werde ein Porträt zeichnen heute und das ist eine Grundlage für ein Bild, das ich nächste Woche mit Eye-Tempera malen werde. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe jetzt einfach mal hier so ein bisschen eine Perspektive mit aufgebaut. Also ihr werdet dann mehrere Perspektiven sehen. Unter anderem werde ich ab und zu mal was sagen. Vielleicht ganz kurz, diejenigen, die mit Kohle nicht vertraut sind. Also ich habe jetzt hier einfach so mal verschiedene Teile mitgebracht. Das ist keine gepresste Kohle, das ist Naturkohle. Und die hier habe ich jetzt angespitzt, ja, damit ich besser zeichnen kann. Die ist auch härter. Das ist eine, ich glaube, eine Stufe B oder so, wenn man es mit Bleistift vergleicht, machbar. Dann habe ich noch einen Knetradierer, wichtig für Kohle, ganz, ganz klar. Und einen alten, weichen Pinsel, um einfach den Farbüberschuss oder den Puderüberschuss von der Kohle etwas zu entfernen, wenn ich das will oder brauche. Und dazu, wenn ich was erhöhen muss, habe ich noch weiße Pastellkreide. Das ist aber wirklich auch nur für die Lichter, die ich noch setzen will, weil den Untergrund, den habe ich eigentlich schon dunkel grundiert. Okay, gut. Dann fangen wir doch einfach an und ich denke, was wir jetzt hier sehen, ich habe jetzt den Hintergrund schon mal ein bisschen grau eingefärbt. Ich habe eine Diagonale eingezeichnet. Wenn ihr das Referenzbild oben seht, ist das Ziel im Mittelpunkt, da soll ungefähr die Nasenspitze sein. Das ist so mein Ziel von der Komposition. Und ich denke, ich fange einfach mal irgendwie an, wenn ich mir festlege, dass das hier irgendwie die Nasenspitze sein soll. Ich hoffe, das passt soweit. Der Sound sollte gut sein. Ich denke, vom Volumen her müsste es passen. Ja, okay, gut. Dann werden wir jetzt einfach mal grob, werde ich jetzt einfach mal versuchen, hier die wichtigsten Linien irgendwie reinzukriegen. Das ist einfach. Okay, das wäre schon mal ungefähr die Nase. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Wo haben wir denn die Nase? Und dann haben wir hier ungefähr den Anfang. Hier sein. Und dann ungefähr die Lippe. Ich werde versuchen, eigentlich relativ grob erstmal dran zu gehen. Und die wichtigsten Dinge, die ich so für mich so erkenne, von den Distanzen her mal abtragen. Und dann ganz wichtig ist so dieser negative Raum. Das heißt, das, was quasi von der Seite, vom Blatt an den Kopfrand dran geht. Diese Form, die versuche ich zu erfassen. Und von da aus dann immer mehr ins Detail. Ihr seht, ich versuche das irgendwie mit Schwung zu zeichnen. Weil das ist eigentlich so für mich so die wichtigste Phase. Alles andere wird sich im Laufe des Zeichnens eigentlich ergeben. Okay, so, und dann haben wir die andere Seite, da sind wir ungefähr hier. Ungefähr das gleiche Niveau. Ja, genau, das passt soweit. Dann schauen wir mal hier
am Shirt ungefähr die Linie finden. Relativ geraden Linien oder leicht geschwungen, je nachdem. Das kommt immer, das mache ich intuitiv. Manchmal wird das sehr geometrisch. Wenn ich ganz unsicher bin, dann sind meine Formen, die Formgebung eher geometrisch. Wenn ich gut drauf bin, also wenn ich einfach gutes Gefühl habe, dann geht es auch schon mal mit Schwung. Also diese Kohle, die ich jetzt hier habe, die ist relativ, relativ fest. Das ist, wie gesagt, ein B. Und um einfach die zu vermeiden, dass ich zu viel Kohle auf dem Papier habe, ist übrigens das gleiche Papier, das ich sonst auch immer benutze, auch für die Ölsachen, die ich bisher gemalt habe. Das ist ein, ich weiß gar nicht, die Marke ist auch eigentlich egal. Das ist... fühlt sich fast an wie Leinen, wie Leinen, also, oder wie eine Leinwand. Und das habe ich einfach im Prinzip mit Acrylfarbe, mit Grau fundiert. Und zwar relativ schlampig. Nichts, ich habe da keinen großen Wert drauf gelegt, weil es auch nicht wichtig ist. Weil wir sowieso später mit Farbe drüber gehen und dann werden wir nur noch einen Teil stehen lassen. So wie ihr seht, ich wechsle hier mit rechts und links. Das liegt einfach daran, dass ich mit rechts und links zeichnen kann. Ich mache das halt, wie es mir gerade taugt. Und hilft ungemein. Ich hoffe, dass eigentlich alles soweit passt von der Übertragung. Wie ich habe schon eine Weile nichts mehr gemacht, das war schon ein paar Wochen her. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Seht, ich korrigiere einfach so oft, bis ich glaube, dass ich die Linie gefunden habe. Und weil ich das, was später nicht passt, eventuell wegradiere oder mit dem Pinsel einfach wegwische, was sehr charmant ist. Es gibt dann nämlich auch, wenn man jetzt ein weißes Papier hat, auch schon eine gewisse Grundtönung vom Untergrund. Machen wir mal hier die Augenbrauenlinie, wo wir die finden. Ja, das sieht ganz okay aus. Okay, gut, die Augenbrauen, die geht so ein bisschen weg. Hier auch. Mal von hier die Verbindung. Mich entschieden, das jetzt auf Deutsch zu machen. Ich denke,
Ich jetzt einfach mal eine Weile beibehalten. Die meisten, ja, einige haben durchaus vielleicht nicht ein Problem, aber würden es gerne folgen und haben nicht das, trauen sich nicht, weil sie denken, sie verstehen es nicht. Aber im Grunde genommen bin ich ja auch kein Native Speaker, sondern ganz auch nur einigermaßen. Und das sieht schon, glaube ich, ganz okay aus. Und dann kommen wir dann, wenn wir das jetzt grob haben, kann ich dann anfangen, tatsächlich etwas andere Kohle zu nehmen, die etwas weicher ist, die der lässt einfach mehr schwarz. Habe übrigens heute Vormittag oder so habe ich ein YouTube-Video gesehen von einem, der ich zugegebenermaßen ziemlich gut malt. Finde ich gut. Allerdings fand ich ein paar Aussagen sehr fragwürdig. Ja. Weil ich bin der, vertrete die Meinung, wer malen will, sollte auch zeichnen können. Das ist die Grundlage. Und er hat halt, manchmal ganz davon abgesehen, dass er es kann, ja, das will ich nicht in Frage stellen, sondern er hat dann einfach mit dem, was er gerade tut, einfach was abgepaust, wirklich abgepaust, Bild, was er malen wollte und hat dann, während er das dann gemalt hat, zugegebenermaßen ziemlich gut, einfach gesagt, alle Mittel sind recht. Ja, also, und er war der Meinung, dass wenn man muss nicht unbedingt zeichnen können, um zu malen, er hat das so erklärt, dass er halt meint, dass man natürlich auch, wenn man nicht malen kann, auch eine gute Zeichnung zerstören kann. Damit hat er durchaus recht, aber die Grundlagen all dessen ist einfach die Zeichnung, ja. Ich meine, wenn das so nicht so wäre, dann könnte man sich in den Akademien und den sonstigen den Zeichenunterricht sparen, weil ist ja Quatsch, ne? Machen wir halt immer ein Foto und pausen das ab oder wie auch immer. Uns fehlt dann einfach die Grundlage. Das ist irgendwie ja nicht so besonders dolle. Aber nun gut, jeder hat also seine eigene Meinung. Vielleicht habt ihr eine eigene dazu, das wäre auch ganz nett. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, der Stefan Nützel, der hatte das, glaube ich, auch mal irgendwie in so einem, in einem seiner Livestreams oder so, glaube ich, als Thema. Und ich teile da ganz seine Meinung. Man kann durchaus mal ein Rasterverfahren oder schlicht und ergreifend einen Beamer benutzen oder was auch immer. Ja. Aber dann sollte man aber auch die Grundlagen beherrschen, weil nur dann kommt eigentlich auch ein ganz gutes Bild heraus. Ich mache das manchmal da ich viel zeichne und mittlerweile relativ viel auf dem Tablet habe ich natürlich irgendwie die ganze Arbeit schon gemacht. Und
Und will nicht, wenn ich noch auf ein großes Bild noch nicht nochmal das Ganze nochmal groß kompliziert zeichne. Dann mache ich meistens mit dem Raster die wichtigsten Sachen werde ich mit dem Raster abtragen und dann werde ich weiter frei zeichnen und ja, das mache ich dann manchmal. Und manchmal mache ich das dann auch gar nicht, sondern ich mache das dann tatsächlich gleich frei, frei Schnauze auf, frei Schnauze auf die Leinwand. Und das ist unterschiedlich, ja, manchmal direkt mit Farbe. Und manchmal. Und manchmal direkt mit. Kohle oder mit Bleistift oder was auch immer. Ja, ich glaube, so sieht er schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann kann ich jetzt einfach mal anfangen mit etwas anderer Kohle. Und jetzt nehme ich das Ganze halt in relativ dicke, vielleicht einfach mal zum Zeigen. Ich habe jetzt einfach so eine etwas dicke Kohle genommen, die ist ja schon ein bisschen abgeflacht und die ist jetzt schön, die lässt schön das Schwarz stehen und ist weich. Das dürfte irgendwas mit 5B oder so vergleichbar sein mit dem Bleistift. Keine besondere Marke. Ist auch völlig egal, also irgendwas Günstiges, super, super einfach, gibt es eigentlich bei in jedem Store und kann ich nur empfehlen. Okay, jetzt werden wir anfangen, ein paar Sachen zu im Schatten zu setzen. Rahmen. Seht, dadurch, dass ich das jetzt relativ breit habe, habe ich im Prinzip fast wie einen breiten Pinsel und trotzdem, wenn ich die Kohle ein bisschen drehe, kriege ich eine dünne Linie hin, wenn ich noch mal was zeichnen will und verstärken will. Das ist sehr hilfreich und ich finde halt, das ist schon eine Grundübung, wie man mit dem Handwerkszeug umgeht und ob ich dann später mit dem Pinsel mache ich zum Teil ja ähnliche Bewegungen und okay, das ist natürlich jetzt hier monochrom, ja, also ich habe ja eigentlich nur, aber ja nur mit Schattierung, mit Werten, mit Values, wie die Engländer sagen. Das heißt also mit Hell und Dunkel und versuche damit das zu beschreiben. Wenn die Farbe dazu kommt, dann wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Einfach verschiedene Farben, zum Beispiel, wenn man sie tatsächlich in einem Schwarz-Weiß-Bild konvertiert. Vom Tonwert relativ nah beieinander liegen und dann manchmal, wenn man das dann wirklich, man hat den Eindruck, irgendwas stimmt nicht und wenn man diesen Eindruck hat, dann nutze ich manchmal, stelle ich mich hin und mache tatsächlich, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich mit meinem Handy, mache ich da irgendwie ein Foto. Und stelle das auf Schwarz-Weiß oder auf Grau, ja. Also und dann sieht man eigentlich schon, wo der Fehler ist und kann das entsprechend korrigieren. Ihr seht, ich gehe jetzt einfach mal so ein paar Stellen an, wo ich hier eigentlich sehe,
wie die Form ist, ja. Ihr werdet dann später sehen, wenn wir die Lichter ausarbeiten und nochmal radieren und wegwischen, dann kommt zum Teil diese Formen viel besser raus. Auch die Struktur von dieser Mütze, die werde ich jetzt noch gar nicht so genau machen, sondern ist einfach nur mal grob mir den Verlauf anschauen. Auch hier für das Shirt relativ simpel, nichts Besonderes. Und für den Mund kann relativ einfach sein, es muss noch so genau sein. Wichtig ist eigentlich, dass man die Proportionen und die Relation zueinander, dass man die gut findet. Und damit hat man eigentlich schon den Großteil der Arbeit erledigt. Und vielleicht hat der eine oder andere heute Morgen ein kurzes Video gesehen, was ich schon hochgeladen habe, wo ich das für heute Abend angekündigt habe. Und da hatte ich das schon erwähnt. Also ich habe die letzten Wochen wirklich damit zugebracht, was Neues auf die Beine zu stellen. Ist natürlich am Entstehen, ist noch weit weg von fertig. Es wird eigentlich auch wirklich nie fertig. Eigentlich ein ständiger Prozess. Und zwar geht es darum, dass ich eine Plattform ins Leben gerufen habe, in der ich den Menschen und Interessierten beibringen will, auf eine einfache Art und Weise Porträts zu malen. Und ich habe, glaube ich, hier in dem Video sind unten auch die Beschreibungen, die Links dazu. Ich habe einige Webinare auch angesetzt, die so ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht, was ich vorhabe, Inhalte und so weiter. Und dazu habe ich einige Termine eingestellt. Sind auch auf meiner Webseite Learn to Paint Easily, übrigens heißt das. Eingestellt und die könnt ihr sehen, und zwar jeweils am Montag, Mittwoch und Freitags von einmal um 16 Uhr, um 18 Uhr und um 21 Uhr und sonntags für die halt nur am Wochenende können, habe ich nochmal einen Termin um 11. Also ich denke, das sollte ausreichend Möglichkeiten geben für all die, die Interesse haben, wirklich vorbeizuschauen. Würde mich total freuen. Ich denke, lohnt sich. Jetzt vor allen Dingen auch in der Zeit, wo man tatsächlich eigentlich keine Kurse besuchen kann. Oder ich weiß gar nicht, wer überhaupt sowas anbietet im Moment. Bin da nicht auf dem Laufenden. Aber ich glaube, das ist zurzeit nicht möglich. So, okay. Jetzt haben wir erstmal grob ein bisschen Farbe, ein bisschen Kohle drauf. Jetzt gehe ich einfach locker hin mit dem Pinsel und verwische das ein bisschen, ganz leicht, um auch den Überschuss ein bisschen wegzukriegen. Und es hat den Charme, wenn das jetzt wirklich ein weißes Papier wäre, dann töne ich das leicht grau ein. Kann dann später wirklich die Höhen rausarbeiten. So kann ich hier tatsächlich auch was korrigieren. Also wenn ich jetzt merke, ich habe ihn da irgendwie falsch, dann korrigiere ich was. Und so entsteht dann eine gewisse Dynamik.
in der Zeichnung. Ich mache das nicht komplett weg, sondern wirklich, ich habe den Pinsel ganz leicht drauf. So, wenn wir das haben, nehmen wir halt wieder Schule und gehen genauer drüber. Ich liebe das ja. Ich mag das nicht zu radieren. Gibt deiner Zeichnung eine gewisse Lebendigkeit. Und im Laufe der Zeit wirst du feststellen, je länger du das machst oder je öfter du das machst, umso weniger musst du radieren. Weil du einfach das Selbstvertrauen gewinnst und sagst, ah, wunderbar, ich bin da locker und hab ja nichts zu verlieren, es ist tut nicht weh, es beißt niemand, es verletzt niemand. Und insofern deswegen ist Kohle auch so ein wunderbar dankbares Medium zum Zeichnen und als Vorbereitung für ein Gemälde. Ich habe das am Anfang nie gemocht, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich irgendwann damit angefangen. Glaube, es hat mir jemand gezeigt. Ich glaube, das war die Svetlana. Nabucco. Nee. Nabucca. Buka. Die hat mir die Ölmalerei beigebracht. Da habe ich das und da haben wir halt viel mit Kohle gezeichnet am Anfang und Skizzen drauf aufs und da fand ich das auf einmal ganz toll. Also das macht richtig Spaß, auch im Kleinen. Und da gibt es ja bis 4 mm oder so Durchmesser. Also man kann wirklich, die kann man mit dem Schmirgelpapier mal die anspitzen. Und wirklich eine ganz scharfe Kante. Und ja, macht echt Spaß. Der einzige Nachteil, man wird halt putzig. Bleibt nicht aus. Aber ist ja auch egal. Ich denke, wenn ihr mit Farbe arbeitet, kommt ihr eigentlich auch nicht drumrum, dass ihr schmutzige Finger bekommt. Also er möchte die ganze Zeit mit einem Latexhandschuh.
Weiß nicht, wie es momentan aussieht mit den Messen. Ich glaube, die Art MOOC findet, glaube ich, statt. Und nächste Woche ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Event. Und ich weiß nur von meinem Galeristen, habe ich jetzt erfahren, dass gestoppt ist in Wiesbaden, einfach weil die wieder die Grenzwerte reduziert haben von den Personen, die tatsächlich in einem Raum sein dürfen. Und insofern ist das auch wieder, findet auch wieder nicht statt. Ärgerlich zurzeit. Aber auf der anderen Seite sieht man gerade nach Spanien wendet oder nach Frankreich, die tatsächlich Zahlen massiv steigend, die eigentlich hier wirklich froh sein können, dass es noch harmlos ist. Kann ich, wenn ich irgendwelche Korrekturen machen will, kann ich durchaus den Knetradierer nehmen. Der ist sehr flexibel, da kann ich große Flächen wegmachen. Damit ganz kleine Sachen machen, feine Linien. Und ich benutze ihn tatsächlich einfach, um recht grob, einfach um meiner Zeichen, die Art und Weise, wie ich zeichne, entgegenzukommen und nicht zu genau werden, ja. Das will ich auch nicht so malen. Insofern weiß ich, das weiß ich ja jetzt schon. Und dann brauche ich auch nicht so hypergenau zu werden. Und bin eh kein fotorealistischer Maler. Insofern werde ich auch nie werden, weil mir das einfach zu, ja, wie soll ich sagen, langweilig kann ich nicht sagen. Das ist, ich sehe für mich keinen tieferen Sinn drin, etwas zu malen, fotorealistisch von einem Foto zu malen, wo das Foto existiert. Ja? Also irgendwie ist das für mich nichts. Wobei ich jetzt für mich eine Ausnahme habe, ist natürlich, wenn jemand quasi aus dem Fotorealistischen tatsächlich ein völliges Fantasiegebilde macht, das es quasi gar nicht gibt. Und daraus ein hyperrealistisches Bild entstehen lässt. Finde ich super. Also wirklich eine Fantasiesituation, die so nicht wirklich existiert. Das finde ich ganz hervorragend. Da aber ein Foto abzumalen, ohne dass es tatsächlich sich in irgendeiner Form von der Vorlage, dass das Ergebnis sich von der Vorlage unterscheidet, außer dass es halt riesengroß ist, manchmal. Und ich tatsächlich mit einem Mini-Pinsel auf einer 3 Meter großen Leinwand gearbeitet habe, dann frage ich mich ja, was will mir der Künstler damit sagen? Wahrscheinlich nichts, einfach nur zeigen, dass er es kann. Es ist jetzt nicht böse gemeint, ja, also das darf jeder machen, wie er will, aber ich bin da angeht ein wenig, gar nicht voreingenommen, geht da keinen tieferen Sinn drin und die Zeiten sind vorbei, dass der Künstler als Porträtist so gearbeitet hat, dass die Person so exakt abgebildet wurde, dass jeder sie erkannte, auf eine sehr ästhetische, ja, realistische Art und Weise. Diese Sachen, die haben sich geändert, ja. Also ich meine, heute
Heute gibt es das Foto, heute gibt es Video. Alle, die können das echt besser. Und Fotografen gibt es auch, die das können. Und da frage ich mich einfach, warum. Warum muss ich dann auch noch irgendwie ein Bild malen, das genauso aussieht wie die Vorlage? Das ja, liest sich mir nicht wirklich. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Bin offen, aber schon die eine oder andere Diskussion deswegen. Okay, so was ist eigentlich hier das Ziel? Was will ich eigentlich hier erreichen? Also ich will heute so weit kommen, deswegen wird das auch wahrscheinlich nur eine Stunde gehen. Also noch irgendwie noch 25 Minuten. Will einfach nur so weit kommen, dass ich eine gescheite Vorlage habe, um nächste Woche auch möglichst in einer Stunde das hier mit Eye-Tempera zu malen. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch gar nicht, was das ist, Eye-Tempera. Eine ganz alte Technik, Farbe zu binden. Und dann gibt es Eye-Tempera, es gibt auch noch Casein, also das, was in der Milch drin ist, dieser im Quark, ja, dieses Eiweiß, das man nehmen kann und das bindet die Pigmente. Und Eye-Tempera, das ist tatsächlich Ei. Und da gibt es ganz verschiedene Rezepturen. Und in der Regel, schlicht und ergreifend, ist das wirklich Eiweiß. Quatsch, Eigelb. Entschuldigung, Eigelb und Wasser, Leinöl. Und ich glaube, das war's. Es gibt noch andere Rezepte, wo das mit Harzen gemacht wird. Und es gibt da könnt ihr, da gibt es ja unterschiedliche Literatur darüber und im Netz gibt es auch ohne Ende an Informationen dazu. Ich nehme einfach diesen Radierer und gehe hier einfach drüber. Mach die Stellen. Man sieht ja jetzt zum Beispiel auch hier an der rechten Seite auf seinem Kopf ist die Abgrenzung eigentlich nur durch den Hintergrund gegeben. Ansonsten verlieren sich die Details in der Mütze. Insofern werde ich die auch nicht groß zeichnen. Das Hauptmuster ist tatsächlich hier im Stirnbereich, hier in dem Bereich und an den Seiten. Tatsächlich verliert sich das Muster. Insofern werde ich das auch nicht wirklich zeichnen, ja, sondern eigentlich nur andeuten. Darin entsteht dann halt diese Dynamik. Auch dieses Label hier muss zwar nicht sein, aber ich finde, wenn es dann schon da ist, mache ich es halt. Okay. Bin jetzt eigentlich schon recht zufrieden. Ich glaube, er sieht ihm auch schon ganz ähnlich. Aber wie gesagt, man kann das auch immer noch zerstören. Alles schon passiert. Weiß ich, wovon ich rede. Und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Was mal einer meiner Lehrer mal zu mir gesagt hat, das fand ich, habe ich mir echt zu Herzen genommen, wenn das gut zu beobachten ist, weil ich das selber auch mir super beobachten konnte, weil er da absolut recht hatte. Wenn ihr malt oder zeichnet, dann
Ist es oft so, dass euch irgendwas gelingt, also irgendwas gut gelingt, von dem ihr eigentlich schon ganz zufrieden seid? Und dann gibt es wiederum einen Teil, der euch überhaupt nicht gelingen will. Und man tendiert dazu, so lange an dem Teil rumzumalen und zeichnen, dass man nicht, dass einem nicht gelingt und hier verzweifelt. Und ein Grund, warum das nicht gelingt, oder oft nicht gelingt, also mir zumindest nicht, ist, dass einen das, was einem schon super gefällt, total behindert. Und deswegen empfahl er, das, was ihr gut könnt, zerstört es. Geht drüber, macht's kaputt und fangt wieder von vorne an. Seine Meinung, und die teile ich mittlerweile, muss ich sagen, am Anfang war das ein bisschen verstörend, aber mittlerweile verstehe ich, was er meint, und ich kann das auch nur zu 100% unterschreiben, dass das wirklich hilft. Es macht einen frei, man ist nicht mehr so auf diesen einen Punkt, der einen stört, fixiert. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, man ist im Prinzip etwas entspannter, weil man irgendwie nicht mehr so verkniffen ist, ja, weil man einfach loslassen kann. Und ich habe sogar auch ein ganzes Bild, an dem arbeite ich schon so lange, und irgendwie wird es einfach nichts. Bin nie zufrieden und werde ich es wahrscheinlich komplett zerstören und werde wahrscheinlich was anderes malen. Weil es mich einfach dann, es zieht mich runter. Ja. Bin dann nicht mehr groß motiviert. Sogar eher schlecht gelaunt. Und das muss nicht sein. Deswegen werde ich das wahrscheinlich zerstören. So wie ich jetzt auch schon in letzter Zeit einiges an alten Bildern übermale. Alle Bilder, die einfach schon älter sind und die einfach bloß im Atelier rumstehen und zustauben. Und die Leinwand hat von Decalrahmen und alles hat Geld gekostet. Und irgendwie ist es auch nicht mehr das, was man heute so malt. Insofern kann ich da echt loslassen und bin da völlig, völlig uneitel. Was nicht mehr taugt, kommt weg. Ich weiß, da gibt es einige da draußen, die das um Gottes Willen. Schmeiß sie nicht weg, gib sie mir. Solche Sachen habe ich auch schon. Aber das käme nicht in die Tüte. Schön ist, man kann hier mit dem Finger Übergänge machen, und oder man kann es komplett wegwischen. Sieht auf diesen Fotos sind relativ wenig Kontraste, was die Nase angeht. Also man muss man sich ein bisschen was selber denken. Und ab und zu schaue ich hier mal auf den Monitor, dann sieht das ja wieder ganz anders aus. Aber ich denke, ihr seht eben schon mal ein bisschen ähnlich. Das Kinn hier ist ein bisschen too much. Mal ein bisschen realisieren. Auge hier ist ideal. Das ein bisschen wegradieren. Ich kann diesen Knetradierer mit einer Spitze formen und voilà. Weiter. Also wie es ausschaut, werde ich die Pastell gerade gar nicht benötigen im Moment.
Bisschen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Themen hier habt, ihr dürft mir gerne eine Nachricht schreiben. Alles, wie ihr mich erreichen könnt, steht alles in der Beschreibung hier unten. Und denke, man braucht einfach immer eine Idee oder hat eine Frage zum Thema, weil er vielleicht echt nicht weiß, wie es weitergeht oder wie es funktioniert oder technische Fragen zu dem Learn to Paint Easily Thema und ja, zur Website, alles das ist willkommen. Ups, meine Kamera ausgefallen. Die Kamera ausgefallen? Glaube ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt echt nicht glauben. Sehr witzig. Ist sie wieder? Okay. Ja, keine Ahnung. Überhitzt oder was auch immer das Thema. Mit der Hitze von den Kameras ist auch so ein never-ending Story. Jetzt ist es ja noch nicht mal so heiß. Mal schauen, was das für ein Problem, was die für ein Problem hatte. Dann haben wir denn noch 12 Minuten. Okay. Und dann sehen wir hier noch ein bisschen den Hintergrund. Ganz grob hier, nichts. Ihr seht, die Hände werden schmutzig, bleibt nicht aus. Und ich weiß nicht, was diese Kamera heute für ein Problem hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit so. Ich habe das nämlich nicht so auf dem Radar. Super ärgerlich, wenn sowas passiert. Eure Kamera und dann zeigt sie. Ja, ich denke, das wird schon ganz ordentlich hier. Licht rausarbeiten. Hinten auch. Schön grob arbeiten. Nichts zu genaues. Werden dann auch nächste Woche sehen, wie das ausschaut, wenn ich anfange mit Farbe zu arbeiten. Das wird genauso. Ich meine, ihr kennt ja schon wahrscheinlich ein paar Arbeiten von mir. Und
Wenn wir das genau so umsetzen. Das Kinn ist ein bisschen kantiger. Dürfte sogar ein bisschen breiter sein. Und korrigieren. Nicht viel, ist weiter. Haben wir hier eigentlich Licht. Stoppeln da unten auch im Licht. Ach, das ein verzerrt so ein bisschen den Eindruck. Machen wir den Übergang ein bisschen sanfter. Sind die Kommunen eigentlich verschwinden. Mache ich übrigens beim Zeichnen auch ganz gerne, dass ich die Linie nicht male oder zeichne, wo man tatsächlich keine Abgrenzung sieht. Ja? Also nur ganz schwer und dann kann man sie auch weglassen, weil unser Auge das quasi entsprechend ja füllt. Und wir das gar nicht so genau machen müssen. Aber ich denke, so sieht das schon ganz ordentlich aus. Vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge, welche Mützenfarbe ihr bekommen soll. Dadurch, dass das hier alles schwarz-weiß ist, völlig frei. Ich tendiere zu einem Grün. Sein, dass ich das nochmal spontan ändere. War nicht so besonders wichtig. Also, wer eine Idee hat, Vorschläge, immer gerne willkommen. Ihr seht, super simpel und das reicht schon, um diesen gesamten Eindruck zu unterstreichen. Und das muss gar nicht so perfekt sein. Die Nase hier ist noch weit. Im Groben und Ganzen passt die, glaube ich, schon mal. Ich liebe Kohle. Ist einfach eine tolle Art und Weise zu zeichnen. Kriegt wunderschöne Grautöne hin, ja, Übergänge. Kann es euch nur empfehlen. Eine Packung kostet irgendwie 5, 6, 7 Euro, je nachdem welcher Hersteller, aber dann habt ihr auch richtig viele Stücke, die ihr
den ihr zeichnen könnt. Und ganz normales, etwas weicheres Papier mit etwas Oberfläche, also nicht zu glatt. Besser ist auch, wenn es eine gewisse Stärke besitzt, dann macht es irgendwie richtig Spaß. Dann einfach mal ausprobieren. Normalerweise sogar die ganzen Skizzenblöcke, die Standard-Skizzenblöcke haben eine ausreichend gute Qualität, auch vom Papier und auch von der Stärke und speziell von der Oberflächengegebenheit, sodass auch ein gewisser Abrieb stattfindet am Papier, was sehr wichtig ist. Ja, ich denke, dass so, ich denke, das könnte es gewesen sein für heute. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich bis jetzt geschafft habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch einigermaßen rübergekam und das Videomaterial funktioniert hat. Nicht, dass die Kamera zwischendrin mal einen Aussetzer hatte und ich habe es gar nicht gemerkt. Wäre ein bisschen blöd und ärgerlich. Okay, also nochmal zur Wiederholung. Learn to paint easily. Webinare für die nächsten Tage bis Ende Oktober. Immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Zeiten sind auf der Seite unten beschrieben. Und nächste Woche will ich mit diesem Bild weitermachen. Und in dem Falle, wie versprochen, mit iTempera. Ich glaube, ich werde nicht mehr allzu viel an dem Arbeiten, nur noch ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen war es das für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Erfolg, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich meistens dienstags abends um 8:30 male. Auf Facebook und auf YouTube. Habt einen schönen Abend. Ciao.